Ja, hallo zusammen, YouTuber. Und da bin ich auch schon wieder. Ja, erzähle ich euch ein bisschen was, was bei uns am Wochenende gelaufen ist. Ja, also eigentlich wollten wir ein bisschen was im Garten draußen machen. Das ist dann ja leider etwas abgebremst worden, weil es zum einen ziemlich kalt war und zum anderen dann aber auch noch teilweise ziemlich stark geregnet hat. Das war dann also nichts mit Garten. Also eigentlich wollten wir uns an diese Sache mit der Hagebutte, also der Wildrose, machen. Hatte ich euch ja gezeigt, da an der einen Eiche, da wächst da relativ viel. Ja, so mehr oder weniger gestruppartig, wie Wildrosen halt so wachsen. Ne? Also wir haben die hier nicht angepflanzt. Die muss der Vorbesitzer halt hier hingepflanzt haben. Vielleicht haben sie sich auch wild angesät oder so, das weiß ich jetzt ja natürlich nicht so genau. Auf jeden Fall sind die hier schon länger und haben natürlich einen relativ einen Wildwuchs entwickelt. Es ist allerdings so, dass die in den Jahren, wo es ziemlich kalt war in den Wintern, wo wir da so minus 20 Grad oder sowas hatten, ziemlich stark zurückgefroren sind und jetzt also praktisch komplett den Geist aufgegeben haben. Haben wir da also praktisch nur noch Gestrüpp rumstehen, ne? Und das wollen wir jetzt natürlich mal wegmachen. Außerdem, ich hatte ja gesehen, dass meine Katze da drin rumkraxelt und da denke ich mir mal immer, ist auch so ein bisschen gefährlich, ne? Also auch, weil sie sich da ziemlich stechen kann und so. Na gut, also das soll weg. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist weg. Aber, wie gesagt, konnten wir also am Samstag nicht durchstarten mit. Ich bin aber trotzdem ganz zufrieden mit meiner ganzen Gartengeschichte, weil ich ja letzte Woche das geschafft habe, die ganze Düngerorgie schon mal durchzuziehen. Ne? Also ich mache das ja so, dass ich nicht alles mit gleichem Dünger dünge, ne? Sondern eben so Spezialdünger nehme, also für Thujen und für Buchse und für Stauden. Und weil da ist dann schon immer ziemlich aufwendig, jeweils an den einzelnen Stellen den richtigen Dünger parat zu haben. Beziehungsweise den eben auch zu kaufen. Habt ihr ja mitgekriegt, habe ich mir ja beim Aldi besorgt. Da ist der relativ preiswert. Ich glaube aber doch, dass sich das lohnt, weil natürlich dann die Zusammensetzung immer ein bisschen unterschiedlich ist. Also wo es sich auf jeden Fall lohnt, ist der Rhododendron-Dünger. Also da dünge ich meine Heidelbeeren mit und das ist auf jeden Fall besser. Ja, also die vertragen keinen Kalk und so. Das sind ja so Waldpflanzen. Ich habe auch immer ganz gute Ernten bei meinen Blaubeeren. Das lohnt sich echt. Gut. Also Düngen ist soweit schon mal abgehandelt, aber eben diese Wildrosengeschichte eben nicht. Ja, also wir versuchen es nächstes Wochenende. Wenn nicht, kommt es halt in den Osterurlaub. Ne? Da habe ich ja, mein Mann und ich haben dann nach dem Ostern eine Woche frei. Da kommt es auf jeden Fall rein, aber das ist sowieso, die ganze Woche ist sowieso schon wieder total zugeknallt. Das wäre natürlich besser, wenn wir es vorher machen könnten. So, das war also die Sache, ja genau. Heute will ich los zum Penny, genau. Da soll es preiswert Primeln geben, also 49 Cent pro Stück. Also bei Primeln, das ist so eine typische Sache. Da kaufe ich also, ich meine, man kann da welche für einen Euro oder so kriegen, ne? Also oder in Gärtnereien und so Sachen. Also ist mir echt zu teuer. Also ich meine, so diese Primeln da hat man vielleicht, ja, wenn es hochkommt, 2 Monate was davon. Die werden ja dann ersetzt durch die Sommerbepflanzung. Ne? Also da mache ich jetzt nicht so ein Wahnsinnsgedöns mit. Aber so ganz ohne Primeln finde ich schon ein bisschen, ja, ein bisschen traurig dann. Ne? Also ich möchte da schon meinen mein Balkonkasten, also heute fallen mir wieder keine Worte ein, das ist halt, am Montag ist das irgendwie schwierig, also meinen Balkonkasten bepflanzen und auch eben den Weg zum Haus, ne? Also links und rechts, da wenn da ein bisschen Einjährige stehen, das ist immer ein bisschen, jo, sieht irgendwie schicker aus, ne? So, jo, dann, da wir ja sonst nicht so irre viel zu tun hatten, hatten wir noch einen Kuchen gebacken. Wir haben noch relativ viele Mirabellen eingefroren. Da wollen wir zum einen Marmelade von machen und zum anderen, aber weil es wird ja sonst zu viel, ich habe ja auch noch Johannisbeeren und Brombeeren, da mache ich ja auch Marmelade von.
So viel Marmelade kann man hinterher gar nicht essen. Deswegen belegen wir da auch öfter einen Kuchen mit. Und ich mache das häufiger mit einem Quarkölteig. Der schmeckt zum einen sehr gut, ist natürlich viel einfacher zu machen als in Hefeteigbohnen. Und zum anderen ist da natürlich auch noch Eiweiß drin, also so schlecht ist es nicht. Ich werde euch mal das Rezept davon unten in die Infobox schreiben. Ist also ganz einfach, macht mal wie ein Rührteig, klappt mal alles zusammen und dann auf 200 Grad 45 Minuten. Ja, und da wir ja die Mirabellen sowieso eingefroren haben, die werden dann halt noch drauf gemacht und geht zügig. Ne? Und es ist echt ein super leckerer Kuchen. Kann man natürlich genauso gut mit Pflaumen oder sowas machen. Ne? Also wie gesagt, ich verlinke euch das unten rein. So, das waren die Sachen. Ach ja, ich habe in letzter Zeit habe ich andauernd irgendwie einen Gedöns mit allen möglichen Schadstellen an mir. Jetzt war wieder diese Schadstelle mit dem Zahnfleisch. Ne? Da habe ich war schon ziemlich frohgemut. Ich hatte das euch ja erzählt. Ich hatte mir eine neue Zahnbürste besorgt. Läuft super, dann die Sache mit diesem Zungenschaber auch super. Ja, meine neue Zahnpasta, diese Meridol, da war ich jetzt nicht so begeistert von. Der Geschmack, der ist schon gewöhnungsbedürftig, wollte ich dann meinem Mann geben, der hat das einmal genommen, ausgespuckt und hat dem Motto, da wird ihm übel von. Ne? Ja gut, also das war jetzt nichts. Ich nehme einfach meine Signal weiter, die schmeckt mir gut und ob die anderen nun so viel fürs Zahnfleisch tun, ich weiß es nicht. Ne? Ich lege mein größeres Augenmerk eben auf diese Mundduscherei, die ich jetzt natürlich da jeden Abend so ganz ausgiebig mache. Also mindestens diesen ganzen Bottich da mit dem Wasser spüle ich da durch. Jo, ich bin so ein bisschen abgelenkt, das Flecki rudert hier irgendwie rum. Naja, gut, also... jetzt war ich da schon mal ganz zufrieden mit meinen Zähnen, mit meinem Zahnfleisch, weil ich da auch den Eindruck hatte, dass es besser geworden ist. Und ich weiß auch nicht, ich habe das wieder super hingekriegt. Es gab Kroketten bei uns, ne, und da habe ich mich, also ich hatte mich dran verbrannt, oben am Gaumen, ne, auch relativ nah an den vorderen Zähnen. Und ich weiß auch nicht, ich verbrenne mich eigentlich selten im Gaumen und das hat dann vielleicht eine halbe Stunde wehgetan und ich gedacht, ja, war wohl nichts, ne, und fertig, ne. So, dann wache ich dann am Sonntagmorgen auf und da ist das da ziemlich geschwollen, auch so in der Nähe der Zähne, halt eben überall, wo es verbrannt war, ne. Ich habe wieder gedacht, oh Gott, mein Zahnfleisch geht in den Bach runter und so weiter. Es ist ziemlich unangenehm. Ne? Ich hätte gedacht, so eine Verbrennung, da merkt man halt eine Stunde und dann ist gut. Ja? Und dann, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich dann noch, heute ist immer noch geschwollen. Ne? Tut auch einigermaßen weh, wenn man drankommt. Also, ja gut, das Blödste war, dass ich schon wieder gedacht habe, dass mein Zahnfleisch einen Abgang macht. Ne? Weiß ich nicht, bis ich dann darauf gekommen bin, dass es wahrscheinlich die blöde Krokette war, an der ich mich da verbrannt habe, war auch schon wieder so ein bisschen blödsinnig. Ja, das war das. Aber wie gesagt, ansonsten mit meinem Zahnfleisch bin ich ganz zufrieden. Also die Sache mit dem Spiel mit Kamillenlösung mache ich jetzt nicht, weil ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendwie was bringt. Und da wird es mir auch schon so ein bisschen leicht übel von dem Geschmack. So, und dann hatte ich gelesen, Teebaumöl, mit Teebaumöl verdünntem natürlich spülen soll auch ganz gut sein fürs Zahnfleisch. Ja, also der Geschmack, der ist noch viel schlimmer. Also da würde ich sagen, wenn man es halt in irgendwelche Kosmetiksachen mit reinmacht, ne, also ich mache es in mein Clearasil mit rein, ne, wenn ich da mal ein bisschen meine Pickel bearbeite, da ist es ganz gut. Aber wenn man da wirklich mit spült, also da ist es mir dann auch wirklich mal übel von geworden. Also ich bin jetzt irgendwie nicht so der Mundspülungstyp, also schon mit reinem Wasser, aber eben nicht mit irgendwas drin.
Also wie gesagt, mein Zahnarzt war da ja auch nicht so unbedingt von begeistert. Ne? Er meinte auch, pures Wasser reicht einfach, dass eben das Zahnfleisch gut durchgespült wird an Zähnen und dann ist okay. Ne? Gut, ich werde ja sehen, wenn ich in einem halben Jahr hingehe, was er dann dazu sagt und so. Ne? Okay, das war die eine Schadstelle. Die andere Schadstelle sind ja meine trockenen Augen. Da habe ich jetzt zwei neue Sachen gemacht. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich mir diese neuen Tropfen da hole. Oh Gott. Die Visine-Tropfen hatte ich ja schon, diese anderen jetzt. Jetzt ist mir natürlich der Name entfallen. Gut, hatte ich ja euch im letzten Video gesagt. Ne? Also auf jeden Fall, die lassen sich natürlich besser reintropfen, weil es halt Tropfen kein Gel ist. Ne? Und ich habe auch den Eindruck, dass es einfach sich dann, ja, es fühlt sich einfach irgendwie feuchter an den Augen. Ne? Das wird im Auge zu einem Gel und man kriegt es relativ gut rein, weil es halt Tropfen sind. Das war die eine Sache. Die andere Sache, die ich jetzt tatsächlich noch ausprobiert habe, ich hatte ja gelesen, dass es besser ist für die Augen, sowohl Omega-6 als auch Omega-3 Öl zu nehmen. So, ich habe ja bis jetzt immer nur Omega-6 da gegessen als Nahrungsergänzung, also das Nachtkerzenöl, ne? Wo ich auch glaube, dass es wirklich einen ganz guten Effekt ansonsten hat. Aber mein Mann, der nimmt ja sowieso Omega-3, das ist das Fischöl, ne? Das hatte ich bis jetzt, also Lachsöl, ne? Hatte ich bis jetzt noch nicht genommen, wo ich gedacht, wenn ich das jetzt sowieso da habe, ne? Probier es halt mal aus, ne? Und habe ich jetzt auch tatsächlich gemacht. Das heißt, ich nehme da jetzt immer eine Kapsel zum Essen, ne? Eine Kapsel Lachsöl und eine Kapsel Nachtkerze. Und ja, also wie gesagt, ich habe den Eindruck, ich meine, es kann jetzt auch eine Einbildung sein oder irgendwas, ne? Oder dass meine Augen sowieso mal gerade besser geworden sind. Aber da habe ich auch den Eindruck, dass es irgendwie besser wird. Ne? Das Ganze irgendwie feuchter anfühlt. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ne? Ja, also wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten mit trockenen Augen habt, man kann es ja mal probieren. Ne? Kriegt man ja überall leicht diese beiden Ölsorten. Also wie gesagt, es gibt auch eine extra Tablette, also wo beide sozusagen drin gemischt sind und noch ein bisschen Vitamin E oder irgend sowas drin. Ja gut, war mir jetzt natürlich bloß wieder, habe ich gedacht, ist mir jetzt zu teuer. Ne? Nur ich meine, diese Zusammenstellung von den beiden Ölen kann ich ja im Prinzip leicht nachbilden sozusagen. Ne? Jo, also das war das Ding. Das hat jetzt auch noch einigermaßen geklappt. Jo, was wollte ich euch noch erzählen? Ach ja, ich habe mal wieder in der Fernsehzeitschrift gesehen, da ist mir das wieder eingefallen. Da gab es wieder diesen Requiem-Film. Also es geht dabei um ein Mädchen, das in den Anfang der 70er Jahre unter epileptischen Anfällen gelitten hat. Und ja, die hat halt Hilfe bei der katholischen Kirche gesucht und es ist kein Witz, in den 70er Jahren sind noch Teufelsaustreibungen durchgeführt worden, also auch hier in Deutschland. Und ja, die ist nun leider dabei gestorben. Ne? Also das ist ein belegter Fall und ja, traurig genug. Ne? Gut, ich habe den Film schon mal gesehen und ich konnte nicht normal sehen, weil er mich eigentlich wirklich stark betrifft. Ne? Es ist, ich habe euch das, glaube ich, noch nicht erzählt. Nein, glaube nicht. Also jedenfalls nicht in den Videos hier. In meiner Jugend hatte ich epileptische Anfälle. Und zwar wirklich schlimme. Also die werden ja eingeteilt in Grandmal und Petitmal. Also Grandmal ist ein großer Anfall mit völliger Bewusstlosigkeit. Und ja, das ist mir also auch öfter passiert. Ne? Und ja, andererseits bin ich natürlich auch katholisch und ich bete auch öfter. Und es waren also jetzt zwei Themen, die mich stark bewegt haben. Also wie gesagt, das erste Mal, wo ich den Film
Oder das erste und einzigste Mal, wo ich den dann tatsächlich durchgehalten habe, den Film, das war schon heftig. Ne? Aber bei dieser ganzen Angelegenheit, naja, in dem Zusammenhang ist mir halt wieder mal eingefallen, dass ich ja auch mal gucken könnte, wie es gerade bei YouTube so aussieht, im Hinblick auf das Thema, weil ich meine, hier wird ja eigentlich alles besprochen. Ne? Also da hat man doch eigentlich den Eindruck, oh, alles, kann man alles bringen. Ne? Und da ist mir dann also aufgefallen, Betroffene reden da praktisch, jedenfalls hier auf YouTube und im realen Leben wahrscheinlich auch, nicht darüber. Ne? Also es gibt natürlich so ein paar Reportagen, aber nichts, oder ich hab jedenfalls nichts im deutschsprachigen Raum gefunden, wo Leute sich da mal wirklich zu äußern. Ne? Ja, ist auch schwierig, ich merke das schon. Aber ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich will das ganze Thema doch mal aufgreifen. Also jetzt nicht in diesem Vlog hier. Da wollte ich euch nur sagen, dass ich das jetzt auch nochmal in Angriff nehme, einen Clip darüber zu drehen. Auch wenn es nicht so ganz einfach ist. Jo, das ist das, was ich eben auch noch machen will. Heute vielleicht, ich guck mal, ob ich heute noch dazu komme. Aber auf jeden Fall will ich jetzt mal als allererstes meine Frühlingsblumenaktion starten und ich sehe mal zu, dass ich das dann eben auch noch eingepflanzt kriege. Ja, da habe ich gedacht, nehme ich euch mit, habt auch was davon, ne? Okay, dann würde ich sagen, dann fahren wir doch einfach mal los, ne? Jo, angekommen oben in Bierstein beim Penny und ich sehe also schon von Weitem, dass sie sie da haben, die Primeln. Ja, gucken uns das doch mal näher an. Jo, das ist doch mal super. Da werde ich mir wahrscheinlich so, ich denke, ich werde mir 12 Stück holen. So, andere, so Bellis und so weiter, brauche ich ja nicht mehr, die habe ich schon. Jetzt ist mir im Aldi geholt. Jo, da kannst du mal runtergehen. Jo, guck mal hier, nicht schlecht, ne? Hatte ich mir noch Careful mitgenommen, aber das Wesentliche sind halt die Primeln. So, jetzt will ich noch kurz zum DM. Da will ich noch mal bei den Pinseln gucken. Hatte ich was gesehen? Jo, auf jeden Fall kann ich dann bald noch Balkonkasten bepflanzen. Ja, das war ganz erfolgreich, denn zum einen habe ich jetzt diesen Präzisions-Lidschattenpinsel gekriegt, den ich da ja schon auf irgendeinem YouTube-Kanal natürlich gesehen hatte. Also den finde ich sehr gut. Den habe ich schon länger gesucht. Ich glaube, der ist irgendwie neu im Sortiment bei Ebelin. Okay, dann gab es noch ein Alverde Nagelpflegestift hier. Mal das Alverde-Sortiment mal nochmal durchgeflöht. Den fand ich hier ganz interessant, zumal mein Alter schon ziemlich alle ist. Der ist, glaube ich, schon P2 mein Alter. Da wollte ich mal ein bisschen rumtesten. Jo, und zu guter Letzt habe ich mir noch das hier genehmigt. Ne? Das werde ich jetzt gleich mal essen. Und jo, dann geht's ans Balkonkasten bepflanzen. So, das ist also mein Winterkasten hier. Die Erika sind natürlich hinüber, ist ja klar. Komm mal raus. Die Weißen hier, die sind noch sehr gut. Die haben den Winter gut überstanden. Die bleiben drin. Die kann ich dann auch hinterher noch in Vorgarten pflanzen. So, aber jetzt geht es natürlich erstmal los, dass ich mal so ein bisschen gucke, wie ich das Ganze hier drin verteile, dass ich so an Pflanzen habe. Okay, fangen wir mal mit den Primeln an.
dachte, ich mache drei Prismen rein. So, die kommen im Prinzip an die Stellen, wo vorher die Erika standen. Und dann habe ich ja noch Gänseblümchen hier, Bellis. Und Gänsekresse. Natürlich auch noch so ein bisschen verteilt hier. Jo. Okay. Zeige ich euch das mal. Ich würde sagen, das sieht doch gar nicht schlecht aus, ne? Die ist ja besonders schick hier, die hier. Das Blau und Weiß sieht dann aber auch gut aus. Jo, finde ich gut, würde ich sagen. Kann ich so machen. So, das ist also der fertige Kasten. Das Ganze muss nur noch ein bisschen angegossen werden. Und schon sind wir fertig. Ja, die anderen kommen natürlich vorne in meinen Vorgarten, den Rest, den ich noch so habe. Ja, der ganze Rest da unten noch. Na, und da habe ich ja dann noch welche. Aber das mache ich dann morgen wahrscheinlich. Okay, ich hoffe, das hat euch jetzt mal ein bisschen Spaß gemacht wieder. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.